Zu meinem Stream. Heute ist der 28. 5. 2021. Es ist 19:29 Uhr, kurz vor halb. Halb acht. Und ich war gerade bei Christoph. Das war ganz interessant. Haben über alles Mögliche gequatscht. Und ja, der Tag sonst war recht langweilig. Ich bin um 11:30 Uhr aufgestanden, weil Kerstin mir am Tag vorher abgesagt hat, weil ihre Tochter positiv getestet wurde und sie in Heimquarantäne ist. Und deswegen war ich nur um 17 Uhr bei Christoph. Und hab lange schlafen können. Und ja, es waren keine Assistenten da. Jeden Freitag. Und morgen kommen Sonja und Daniel. Sonja wird länger bleiben und Daniel wird um 5 fahren. Und mal schauen, was wir morgen machen. Aber sonst ist echt nicht viel passiert heute. Ich wurde heute informiert, dass ich ins Fernsehen komme. Über Assistenz 24. Weil die bekannte Personen, die bei ihnen unter Vertrag stehen, ein paar interviewen und ich habe ja ein Buch geschrieben und deswegen haben sie mich auch angefragt. Und das Interview ist am 11.06. um 14 Uhr. Da muss ich noch fragen, ob Sonja auch dabei sein will. Und sonst ist, wie gesagt, nicht viel passiert. Mir geht's jetzt ganz okay. Ich bin nur sehr müde. Ich habe kein Unboxing von meinem MacBook Air gedreht. Aber ist egal, gibt sie oft genug im Internet. Ich habe jetzt ein Case drauf, um es zu schützen. Und ein Tastaturcover. So eine Schutzfolie auf der Tastatur, damit sich da kein Dreck ansammelt. Und ich bin, wie gesagt, bis jetzt noch immer sehr zufrieden mit dem MacBook Air, mit dem M1 Prozessor, als leistungsstark und macht das, was es soll und setzt mich vollkommen zufrieden. Ich habe halt die hochkonfigurierte
Variante mit 16 GB RAM und 1 TB Massenspeicher, SSD. Und ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden. Ich habe sehr starke Kreuzschmerzen. Deswegen werde ich heute nicht recht lang machen. Und ich weiß auch nicht, was ich erzählen soll, weil heute nicht viel passiert ist. Und ich morgen sowieso wieder früh aufstehen muss. Und deswegen werde ich den Stream bald wieder beenden. Daniel und ich wollen am Montag und am Donnerstag den Stream noch optimieren. Was mich sehr freut, weil das auch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich bin halt noch am Überlegen, ob ich jetzt über Jimdo oder so meine Website mache für mein neues Buch. Aber mir fehlen Bilder. Und ja. Alles gehört, aber auch bei Zeiten gemacht. Und um Werbung fürs neue Buch zu machen. Und das ist auch nicht ganz günstig. Mal schauen. Heute bin ich eine Stunde später dran als sonst. Und es ist nicht viel los hier. Wundert mich. Sonst. Ich bin einfach schon todmüde.
heute zwar auch spät aufgestanden, aber ich bin einfach von der Fahrt mit der Rettung so fertig. Habe so Kreuzschmerzen, dass ich es heute sowieso nicht lange Es gibt einfach nicht viel Neues heute. So, ich beende den Stream jetzt. Ich habe 12 Minuten auf der Uhr. Und vielleicht kann ich euch morgen mehr erzählen, wenn Sonja und Daniel da waren. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, eure Ines. Ciao.